Der Traum von der Schafherde, dem kleinen Hund und dem Wecker. Ich hatte am 6. Februar 2011, morgens kurz vor dem Aufwachen, diesen Traum. Ich sah eine große Schafherde, einen winzigen Hund und hörte einen Wecker. Der Hund lag vor den Schafen und schien sie zu beobachten. Sobald der Wecker klingelte, sprang er auf und begann, die Schafe anzukläffen. Zuerst hatte der Hund sichtbar Freude daran. Aber die Schafe schliefen alle und hörten weder den Wecker noch den Hund. Als wieder der Wecker klingelte, fing der Hund wieder an zu kläffen und sprang aufgeregt zwischen den Schafen umher. Er schien sie vor etwas warnen zu wollen. Aber wieder hörten sie ihn nicht. Sie rührten sich noch nicht einmal. Da fiel mir auf, wie winzig der Hund war. Er war noch nicht einmal so groß wie eines der Schafe, noch nicht einmal halb oder viertel so groß. Ich dachte mir, er scheint mutig zu sein, aber sieht lächerlich aus. Er ist so klein, dass die Schafe ihn zertrampeln könnten. Aber sie schliefen weiter. Der Wecker klingelte wieder zum dritten Mal. Der Hund versuchte nun mit aller Kraft zu bellen, was aber nach wie vor eher wie ein Kläffen als ein Bellen klang. Und als er sah, dass es nichts brachte, legte auch er sich entmutigt und enttäuscht hin. Er gab auf. Als dann wieder der Wecker klingelte, blieb er trotzdem liegen. Meine Gedanken waren, wer wird nun die Schafe warnen? Der Wecker klingelte, aber es war keiner da, der sie warnen konnte, da der Hund aufgab. Wochenlang ging mir dieser Traum nicht aus dem Kopf. Ich erkannte aber die Bedeutung. Die Schafherde ist die Gemeinde. Die Schafe schliefen, so wie auch die Gemeinde Jesu, der gesamte Leib Christi, schläft. Der kleine Hund war ich selbst, noch winzig, ungeübt im Bellen und sehr schnell entmutigt. Der Hund war noch nicht genug ausgebildet. Ich hatte noch wenig Training, war wenig ausgebildet für Prophetisches und gab schnell auf. Den Wecker sah ich nicht, aber ich hörte sein Klingeln. Der Wecker symbolisiert den Heiligen Geist und das Klingeln seinen Weckruf, seine Botschaft, seine Mitteilung an die Schafherde. Für mich persönlich sollte der Traum eine Warnung und Ermutigung sein, dass ich nicht aufgeben sollte. Ich sollte weiter bellen üben. Die nächsten Monate besorgte ich mir daher auch reichlich Hundefutter. Aus Gottes Wort, in Seminaren und in persönlichen Zeiten mit Jesus. Auch wenn der Traum mich persönlich betraf, möchte ich hier ein paar Gedanken zum prophetischen Dienst in Deutschland sagen. Nehmen wir an, der kleine Hund steht für den prophetischen Dienst in Deutschland und die Schafherde steht für die Gemeinde, so wie das Klingeln des Weckers für die Botschaft des Propheten. In vielen Gemeinden in Deutschland gibt es noch keinen Raum für prophetisches Reden. Und wenn ein Prophet auftritt, schlafen die Schafe und können weder das Reden Gottes, das Klingeln, noch die Botschaft, das Bellen, also die Weitergabe an die Schafe, nicht hören. Das ist sehr tragisch. Der prophetische Dienst, aber auch die prophetische Gabe an alle Kinder Gottes, gehört mehr in den Mittelpunkt. Es sollte in jeder Gemeinde darüber aufgeklärt und gelehrt werden. Wo nicht auf Gott und seinen Plan mit der Gemeinde gehört wird, ist die Gefahr groß zu schlafen und nicht den Ruf Jesu zu hören. In Jesaja Kapitel 6, Vers 8 heißt es, »Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich.« Und in Jesaja Kapitel 56, Vers 10, »Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gerne.« Und in 1. Korinther Kapitel 14, Verse 8 bis 12, »Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt, und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein, und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr,
Da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Propheten müssen das Bellen, also das Warnen, Weitergeben der Botschaft, das Ermutigen und das Ermahnen in Liebe üben. Wir brauchen ständiges Training. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten, zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.